Ja, willkommen zurück zu Evil-Land Kapitel 18 und ja, dieser Gameplay-Stil dürfte euch doch etwas bekannt vorkommen. Wir haben wieder so Side-Scroller mit Laserstrahlen, aber diesmal halt in 3D. Ja, diese Gesellen lassen sich nicht auseinandernehmen, wenn wir nicht Minus hätten. Mit dem könnte man das machen noch. Oh. Das dreht sich sogar nur um. Aber dann haut man halt eben noch so ein bisschen was drauf. Dann geht's hier weiter nach oben. Und wir werden so mit diesen Pilzen vorgestellt. Zu diesen Pilzen. Die uns ein bisschen in die Höhe werfen. Und wenn wir den Sprungknopf gedrückt halten. Autsch. Dann wirft es uns gleich noch mehr in die Höhe. Ich muss natürlich den Knopf gedrückt halten. Sonst springe ich nicht so hoch. Gut. Und dann, boah, arbeiten wir uns mal wieder eben durch sowas nach oben. Diese Kristallstacheln, kann man sich vielleicht vorstellen, dass die nicht ganz so gesund sind. Dann haben wir wieder Spinnen, die von oben runterkommen. Und ein bisschen viel aushalten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann ich den erwischen? Kann ich. Und sogar kaputt kriegen. Allerdings ist hier jetzt nicht wirklich was versteckt. So. Gehen wir einfach noch ein Stück höher. Springen über die Spinne drüber und haben genug Zeit, um... Okay. Gerade so genug Zeit, um die auseinanderzunehmen. Ach, du hast nicht erledigt. Ist nicht ganz so konsistent. So, hier muss man etwas schnell sein und die Wand kaputt schlagen, damit man dort einfallen kann. Oh, müsste man gar nicht. Oder, nee, muss man tatsächlich nicht, weil hier eine sichere Plattform ist. Aber ich hab's hingekriegt. Und dann gibt's mal wieder grüne Pampe. Und hier ist so ein fliegender Pilz. Fliegender, leuchtender Pilz. Der uns auch wieder in die Höhe wirft. So, die Gesellen werfen hier auch ein bisschen diese komischen Dinger durch die Gegend. Auch durch mich, gerne durch mich hindurch, während ich ein Level up habe, das ist gut. Aber wir können hier einfach mit dem Schwert wild drauf rumhauen. Das macht auch diese Dinger kaputt. Also keine so große Herausforderung. Auch diese Spinnen sind überhaupt keine Herausforderung. Weil sobald der Faden durchgetrennt ist, fallen sie... Okay, das hat ihm irgendwie nicht so ganz gefallen. Der wollte da nicht weiterspringen. Probieren wir es nochmal so. Oh. Und die Weite ist nicht ganz so gut einzuschätzen. Aber es ist nicht so dramatisch. So. Hopp. Hopp. Da ist er. Hm? Was hat er so gerumpelt? War anscheinend nichts Besonderes. Hier mal wieder ein Klotz für Minus, der auch diesen gesehen hier noch schön umliegt. Fledermäuse weghauen. Dich weghauen. Teilweise ist es doch ganz witzig, wenn man so einen Sprungknopf nur ganz kurz drückt und es irgendwie so wirkt, als hätte unser Charakter so ein bisschen Probleme. So, hier durcharbeiten erlaubt uns. Hm. Was ist denn da drüben? Da geht's überall doch weiter, oder? Ich weiß es nicht. Ja, lässt du mich in Frieden. So. Okay. Ich weiß gar nicht, warum es hier mehrere Optionen gibt, hochzugehen. Naja, was soll's. Da oben ist es zumindest interessanter. Wo man wieder etwas gezielter Platforming machen muss. Und vor allem
nicht so hoch springen darf, um nicht da oben in die Stachel zu fliegen. Allerdings kein Problem, man kann einfach nur kurz den Knopf gedrückt halten. Und ja, dann werden wir eben mit diesen kurz aufleuchtenden Plätzen konfrontiert. Die hat eben kurzfristig Plattform ergeben. Was allerdings irgendwie noch nicht ganz so wichtig ist, aus irgendwelchen Gründen. Ach, mega klingt, du solltest... Oh. Ich wollte auf den Pilz runterspringen, hätte ich vielleicht eher nicht riskieren sollen. So. So, ups. Diese ganzen Fledermäuse hier, die einen nur auf die Nerven gehen wollen. So, beziehungsweise ich will natürlich hier rüber. Denn dort ist wieder eine Kiste drin. Und zwar diesmal mit Mana. Ja, da könnte man doch fast einen der anderen Charaktere erwecken, wenn wir wieder bei Vivi vorbeikommen. Ne? So, hier wieder runterspringen, weil den Sprung schaffen wir sonst nicht. Und Blöcke werden schon bedrohlicher. Naja, ist noch nicht so schlimm. Wir wollen hier natürlich, oder? Was ist da unten? Nichts Besonderes. Wollte mich nur mal nachschauen, sonst ist es hier natürlich noch keine große Herausforderung, drauf zu bleiben. So. Noch ein Level Up. Da gibt es ja echt viele Erfahrungspunkte hier. Level 14 sind wir schon. Ist hier irgendwas Besonderes? Ja, wir können hier tatsächlich sogar hochspringen. Ist es auch nur wieder ein alternativer Weg? Ich weiß es nicht. Ich gehe jedenfalls mal da drüben hoch. So, hier ein bisschen aufpassen, dass man denen nicht dagegen springt, auch wenn sie nicht sonderlich wehtun. So, einmal hier rüber. Was mache ich denn? Vorsichtig, so. Ach doch, da geht es zu dieser Kiste. Oh, und wenn man einen kurzen Sprung macht, dann kommt mir sogar problemlos unter denen durch. Gut zu wissen. Naja, nicht sonderlich. So. Oh, warte. Man muss hier sehr schnell sein. Sehr schnell sein und eventuell am Ende noch springen. Damit man an die Kiste reinkommt. Das funktioniert doch sehr gut. Und einen weiteren Stern. Da sind wir auch schon bei einem Dutzend. So, jetzt können wir hier weiter. Und der Pilz muss erstmal runterkommen. Der fliegende Pilzkopf. So. So, du kannst hier mal ein bisschen rumlaufen, bis hier alles zusammenkracht. Und dann rennen wir hier rüber. Ich einfach mal aus dem Weg räumen, weil wir es können. Wiener Special wäre ja eigentlich an sich auch ganz nett. Allerdings nutze ich den irgendwie nicht so gerne. Er braucht mich hier mehr zu treffen. Lass dich einfach schön aus dem Weg räumen. So. Und die Kamera zoomt weiter raus und wir haben hier wesentlich mehr dieser Plattform zu bieten. Eieiei. Ja, hier muss man fast so mit ein bisschen wieder mit Erinnerung arbeiten. Aber dazu später mehr. Reden wir doch erstmal mit Clara Loft. Das C ist hier irgendwie falsch. Ach, ihr betreibt also auch Archäologie? Schon als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, ein gewisses Geheimnis der Magie zu enthüllen. Man nennt es die Anomalie. Wenn ich die Anomalie finde, ist mir internationales Ansehen sicher. Aber da ich nicht weiß, wie sie aussieht, bleibt mir vorerst nichts anderes übrig, als weiterzusuchen.
weiß nicht mal, wonach du suchst. Das heißt, du, am Ende hast du sogar schon die Anomalie und weißt gar nicht, was es ist. Na gut, hast du nicht. Das weiß ich. Aber hier eben mit Erinnerung arbeiten. Nach vorne, hier auf die kleine Plattform. Da ganz hoch runterfallen lassen und dann... Upsalle. Da war ich fast ein bisschen zu langsam. Und hier ist ein bisschen größere Herausforderung. Weil der Weg ist tatsächlich ziemlich lang. Hier muss man zurück, bevor es rüber geht. So, jetzt muss ich nur auf den Anfang wieder warten. Und ein bisschen früher springen, weil es eine Weile dauert, bis ich runterfall. Okay. So. Oder einfach runterfallen, das geht doch auch. Ah. Der Anfang ist gar nicht so toll hier. Upsale. Falle ich auch schon wieder fast runter. Noch nicht. So, jetzt kommt der Block. Hier zurück. Dann wieder vor. Und wir sind drüber. Es ging doch relativ schnell. So, was wollen wir eigentlich hier machen? Wenn wir hier nämlich durchlaufen, fallen die Blöcke runter. Dann machen wir ein bisschen kaputt, um an diese Kiste zu kommen. Weil wenn wir alle Blöcke zur Seite würden, kämen wir nicht mehr zu diesem Oricon-Erz hoch. So, dann hier schnell durchrennen. Nee. Fällt einfach automatisch runter, sobald ich hier oben bin. Ist aber auch nicht so wild. Und die Gegner haben ja ausnahmsweise ihren Spaß. Ja, was so ein bisschen stört halt. Aber ausnahmsweise bin ich mal so freundlich und will sie nicht stören. Auch wenn man jetzt hier entsprechend vorsichtig vorgehen muss. Naja, so ganz herausfordernd war das jetzt auch nicht. Und euch kriege ich auch schon mit zwei Schlägen kaputt. Uiuiui. Das ist hier das Timing. So, was war jetzt hier? Okay, vielen Dank, Fledermaus. Die hat mich jetzt schön in die Stachel geschoben. Okay, ja, da komme ich nicht rüber. Da kommt manchmal so ein bisschen die Ungeduld hier durch. Au. Ah. Und das sieht jetzt auch besser aus. Vorhin sind die Quests hier irgendwie runtergefallen und wollten nicht mehr hochhüpfen. Das mich auch wieder gewundert hat, dass das passiert irgendwie ein bisschen zu oft. Aber anscheinend behebt es das, wenn man hier an diesem Speicherpunkt neu startet. So, erstmal diese Fledermaus hier wegräumen. Und dann probieren wir nochmal drüber zu springen. Kommen auf diesen Pilz hier rauf. Und damit auch sicher an diesen Speicherpunkt hier. Ich weiß nicht, wie lange ihr da bleibt, insofern bin ich da lieber vorsichtig. So. Hier rüber, nächster Speicherpunkt und Minus runterholen, weil sonst sind die mir ein bisschen zu schwer zu besiegen. So, du kommst auch mal schön brav hierher und ja, dadurch, dass die Dinger hier so rumspringen, können wir hier tatsächlich an die Schatzkiste ran. Wenn die Klötze nicht da wären, also selbst wenn wir sie weggehauen hätten, würden wir nicht hoch genug springen. Und dann gibt es dann nur rote Pampe dafür. Dafür, dass es eigentlich ein bisschen schwieriges Geheimnis wirkt. Besonders, wenn eben die Blöcke nicht mitspielen wollen. Ja. Und anscheinend sind wir schon wieder fertig. Ja. Das sieht doch danach aus.
Ach ja, und auf diesen Berg dürfen wir auch noch mal hochklettern, nur um an diese Kiste zu kommen. Was wir eben jetzt noch nicht machen können. Einmal hier speichern. Und dann. Joa. Gut. Können wir ja vielleicht mal anfangen. Hier ist irgendwie so ein komischer Busch. Und ja, mit so einem Ding drin. Was so ein bisschen mein ist, das wird nicht ganz so gut gesagt. Ich habe da auch ein Weilchen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, dass man da wieder die Fina braucht. Und dann können wir das Ding vielleicht angucken? Okay. Kuh, sagt bloß nicht. Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Idee ist. Zur Abwechslung bin ich ganz der Meinung von Fräulein Fina. Dieses Gerät sieht gefährlich aus. Es muss einen anderen Weg in die Pyramide geben. Ja, einen anderen Weg. Natürlich. Genau danach werden wir suchen. Ich muss zugeben, ich kenne keinen anderen Weg. Oh nein! Menos, helft mir! Ich will auf keinen Fall fliegen. Jedenfalls nicht in diese Maschine. Ich würde es vielleicht versuchen, aber nur um euch zufriedenzustellen, Kuro. Okay, freut mich. Dann geht's ja jetzt endlich los hier. Und zwar mit einem Bullet-Hell-Segment oder der Ballermodus, wie das Spiel es nennt. Willkommen in der wunderbaren Welt des Kugelhagels. Boah, auch hier stehen wieder unsere Specials zur Verfügung. Wir können hier auch die ganzen Sachen einsammeln hier. Aber wir wollen uns von diesen ganzen leuchtenden Kugeln nicht erwischen lassen. Und ja, wir können auch die Leiste wieder auffüllen, um so ein Special auszuführen, der hier die Kollegen ein bisschen leichter auseinander nimmt. Oder Power-Ups einsammeln, die uns mehr solche Schüsse zur Verfügung stellen. Für eine kurze Zeit. Ihr seht da rechts unten die Leiste. Pausiert auch so ein bisschen, wenn die Gegner nicht da sind. So, dann kann man hier auch Minus einsetzen. Der hat ein bisschen stärkeren Angriff, allerdings nur etwas fokussierter. Insofern ist es gegen die Gegnerhorden so ein bisschen sinnvoller, Finas Special einzusetzen. Und eigentlich will ich hier immer den Knopf so ein bisschen mashen. Nicht gedrückt halten, oder doch, eigentlich kann ich ihn gedrückt halten. Bei der Special wird er erst ausgeführt, wenn ich loslasse. Und dabei kann ich ja problemlos den Kugelhagel laufen lassen. Und halt ab und zu wieder loslassen, damit Pina hier so ein bisschen aufräumt. Ansonsten, ja, die Gegner an sich sind nichts Besonderes, schießen halt unterschiedlich viele Kugeln hier. Bei denen hier kommt es sogar ein bisschen drauf an, von welcher Seite die schießen. Aber sie gehen halt nach ein paar Schlägen kaputt. Oder Schüssen, besser gesagt. Hier wieder ein Special eingesetzt. Autsch. Ja, ich gebe ein bisschen zu wenig Acht hier, um zugegebenermaßen. Na komm, Fina. Fina ist wieder bereit. Schön aufgeräumt, danke. Und diesen Power-Up können wir wieder mehr Schaden anrichten. Da ist es doch wesentlich angenehmer, so arbeiten zu können. Level-Ups kriegen wir hier logischerweise auch. Und bei so vielen Gegnern ist das vielleicht gar nicht mal so verwunderlich. So, dich noch aus dem Weg räumen. Gut, dann ist es langsam mal Zeit. Kann gut sein. Der Hintergrund ändert sich so langsam. Und vielleicht kommt hier tatsächlich auch der erste Boss, gegen den ich Minus-Special natürlich einsetzen möchte, weil der so ein bisschen mehr Schaden anrichtet. Er ist natürlich noch relativ einfach. Hier müssen wir einfach so ein bisschen rumrotieren. Das
spätestens wenn wir Minus Special zum vierten Mal eingesetzt haben, sollte der Biblus, wie dieses Ding heißt, nicht mehr so viel zu uns zu sagen haben. Nicht ganz vollständig aufgeladen, Hauptsache auch nicht. Ich meine, dann regeneriert sich Minus auch wieder schneller. So, und das reicht nicht ganz. Na gut, dann halt noch eine Runde drehen. Ja, ich weiß, ich bin hier nicht ganz so gut gerade. Volatile ist nicht ganz so meins, aber ich bin ja auch nicht wirklich so vorsichtig genug. Jedenfalls, wenn man besiegt hat, werden wir nochmal schön wieder aufgefüllt. Dann wechseln wir wieder zu Fine, die wir gegen die einzelnen Gegner besser gebrauchen können. Wenn sie denn mal kommen. Ja, diese Gesellen hier blocken so ein bisschen unsere Angriffe. Und erst wenn sie schießen, öffnen sie wieder und erlauben uns anzugreifen. Schauen wir mal, wenn wir etwas mehr Power-Ups kriegen hier, anstatt einfach nur die Zweierleiste hier. Weil es scheint nicht wirklich Mehrwert zu wollen. So, neue Gegner. Und Special eingesetzt, um hier ein bisschen aufzuräumen. Autsch. Mein Geld, mein Leben. Oh. Jetzt habe ich hier extra schon einen Analogstick zum besseren Steuern und stelle mich trotzdem so schlechter. Ah, jetzt haben wir mal drei. Das ist doch schön. Beziehungsweise, da kommen hier so vier Strahlen raus. Aber mit denen können wir doch wesentlich besser aufräumen. Zumindest so kurzfristig, wie wir es haben. Idealerweise wäre es ja, wenn man so recht voll ist mit diesen Special-Dings und die Gegner so schnell auseinander nimmt, dass die Power-Ups auch wieder schnell genug nachkommen, um die Leiste eben so entsprechend voll zu halten. Oh, Fina war noch nicht fertig. Oder wird es resettet, wenn ich getroffen werde? Das habe ich auch nicht mehr so gut im Kopf. Ich noch aufräumen. Und die nächste Welle wartet. So. Ach ja, Fina ist ja auch schon wieder da. Oh, das hat sie tatsächlich gut auseinandergenommen. Haben sie nicht gut genug geblockt. Und Fina ist auch wieder da. Zack. Ja, kann schon ganz gut aufräumen. Ich will das Geld. Auch wenn ich hier damit eine nette Kugelhagel reinkriege. Oh, hast ausgewichen. So. Kriege ich hier die ganzen Gegner noch weg? Oh, sehr schön. Das große Feuer kann beginnen. Oh, sehr schön. Da haben wir das Power-Up noch ein bisschen länger hier. Und zwar auch noch für den Boss, der jetzt, glaube ich, hier wieder kommt. Ja, Saxo heißt die Kollege. Der mit der eine größere Variante ist von diesen Dingern, die wir schon gesehen haben. Die Vorderseite schickt so ein bisschen größere Gezielkugeln, während der hier so ein bisschen, die andere Seite so ein bisschen wilde kleine Kugelhagel feuert. Und da muss man halt einfach zwischendrin immer schön angreifen, um ihn sehr einfach auseinandernehmen zu können. Mensch, das war ja fast einfacher als der erste Boss. Allerdings sind wir immer noch nicht fertig. Jedoch ist das halt jetzt das letzte Segment. Also wir haben es gleich hinter uns. Und wir haben hier gleich wieder neue Gegner, die einen Haufen Kugeln durch die Gegend wirbeln, sobald wir sie besiegen. Insofern ist es jetzt auch ein bisschen gefährlicher, wenn man seine Specials einsetzt und damit die ganzen Gegner auch auseinander nimmt, weil wir da eventuell eben diese Kugelwerfer, wie auch immer man sie nennen möchte, treffen kann.
die dann hier den Screen ziemlich voll werfen mit ihren Kugeln. So, hier mal ordentlich auseinandergenommen. Oh, und die feuern übrigens auch nur Kugeln, wenn sie getroffen werden erst. Und eben dann, wenn sie kaputt gehen. So. Einmal ordentlich auseinandergenommen. Die nächsten Gegner, bitte. Oh, das hat nicht so gut getroffen. Wir waren ein bisschen zu weit außen. Auf. Special-Leiste auffüllen. Und die nächste, bitte. Und die Special-Leiste wieder leeren. Da haben wir jetzt wieder was. Au, 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 au. Mensch, ich spiele hier. Sehr gut. Bullet Hell und Shoot 'em Up. Ist eindeutig mein Ding. Und gleich zwei von den Gesellen da hinten getroffen. Allerdings kann man den ja doch relativ gut ausweichen. So, die letzten Gegner hier aufräumen. Komm her. Au. Oh. So, jetzt bin ich nur mit recht wenig Leben da, noch immer nicht der Boss. Irgendwann reicht's auch. Vielleicht kann ich mich hier irgendwie noch so halbwegs ein bisschen auffüllen. Vielleicht krieg ich ja auch einen Haufen Herzen abgeschmissen. So. Dann haben wir das Segment vielleicht mal durch. Ich würde gerne mal wieder aufhören hier. Au. Gib mir das Herz. Danke. Und renn nochmal in den Gegner rein. Hervorragend. Und dann holen wir wieder Minus her, weil ich denke doch jetzt mal, dass hier langsam der Boss kommt. Das sieht gut aus. Seesaw. Erinnert mich so ein bisschen an den englischen Namen von... wie heißt das Viech nochmal? Sichlor. Genau, Sichlor war das Viech. Gut möglich, dass es daran angelehnt ist. Diese komische Kugel kann man kaputt machen. Oh, ja, ich fürchte, ich werde hier gleich nochmal neu starten müssen. Denn der Boss hat so ein bisschen mehr auf dem Kasten. Wenn man die Kugel rechtzeitig kaputt kriegt, hauen sie hier nicht ordentlich rum. Und, man kriegt eventuell ein Power-Up oder Leben raus. Und dann erklären wir es nochmal von vorne, wie das hier mit den ganzen Pattern geht. Erstmal haut hier so ein bisschen Kugeln hin. Die hier will ich nicht erwischen. Dann kommt es eben vor, dass er so an den Seiten so einen Angriff nach vorne macht. Da will man logischerweise nicht im Weg sein, wenn er angreift. Dann, wenn er hier in der Mitte geht, muss man so ein bisschen hin und her wechseln, damit man nicht von den Angriffen erwischt wird, wie ich das hier so fulminus gemacht habe. Und dann macht er halt eben auch ab und zu so einen Dreiecksangriff, nenne ich das mal. So, wenn der nicht jetzt nochmal durchkommt, sollte ich ihn auseinandernehmen können mit meinem Minus. Kommst du her? So. Das hat hervorragend funktioniert. Ist ja so, als hätte ich nichts mehr aus. Oh. Na komm, das schaffen wir jetzt noch. Special aufladen, reinfeuern.
müssen wir ja nur dreimal machen. Da muss man nicht mal unbedingt die ganze Zeit vorhin sein und riskieren, von seinen Angriffen erwischt zu werden. Natürlich macht jetzt den Angriff. Och je. Und er ist wieder schön ausgewichen. Jetzt komme ich nicht so ran. Hier macht er wieder seinen Dreiecksangriff. So. Ich komme da einfach überhaupt nicht durch. So. Aber es sieht doch jetzt schon wesentlich besser aus. Ich habe noch die Hälfte meines Lebens. Und vielleicht... Ups. Ja, diesen Dreiecksangriff. Da bin ich nicht richtig mit umgegangen. Aber das war's jetzt auch. Gib auf. Hier noch ein bisschen was einsammeln. Und dann sind wir hier durch das Segment durch. Auch wenn es hier noch so ein bisschen weiterläuft. Weiter so, Kuro. Wir nähern uns der Pyramide. Hey, wisst ihr, wie man dieses Ding landet? Klar. Einfach auf den Boden ziehen. Oh? Na dann. Perfekt. Ihr habt also schon mal eine solche Maschine geflogen? Nö. Im Ernst? Wie könnt ihr so zuversichtlich sein, wenn das euer erstes Mal ist? Wir müssen nach unten, und zwar schnell. Jetzt. Ja, hoffen wir doch mal das Beste. Oh, das hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Ja, dann lasse ich euch mal hier gemütlich rumlegen, während ich jetzt hier den Part beende. Ja, kannst du mich vollmosern, wie du möchtest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.